nur Gerüchte, schau dich an und sag, ich schwör. Also gut, dann gib dein Handy her, von mir aus schau halt nach. Großes Drama wegen irgend so einer Frau und ihrem Arsch. Okay, da gab's anscheinend Eifersucht. Detektiv Jana ist unterwegs. Jana, Jana Klar. Hallo und Jana Klar, hast du wieder eingeschaltet? Ich bin gerade in einem euch eher weniger bekannten Setup. Ich bin bei meinen Eltern zu Hause gerade zu Besuch und es ist auch gerade dunkel draußen, wie ihr sehen könnt, denn es ist 11 Uhr abends und ich bin noch nicht ready für ein Video eigentlich und ich habe auch kein Setup aufgestellt oder so eigentlich, weil ich nicht damit gerechnet habe, dieses Video jetzt zu drehen. Ich habe mir nämlich das neue Album von Crow vorbestellt und ich dachte eigentlich, dass das am 8.9. wie angekündigt online kommen wird und so im Internet habe ich irgendwie rausgelesen, dass das meistens so um 6 Uhr morgens passiert oder so. Also habe ich mich nicht darauf eingestellt, dass das jetzt kommt. Aber mir hat iTunes gerade angezeigt, dass es schon jetzt, und es ist erst das 7.9. Online gekommen ist. Und ich habe es gerade runtergeladen. Und ich dachte, ich höre mir das mit euch gemeinsam an. Jeder, der meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, müsste eigentlich wissen, dass ich Crow-Fan since Day One bin. Ich war schon auf Konzerten 2012. Das heißt, ihr werdet euch wahrscheinlich darauf einstellen können, dass mein Urteil ziemlich gut sein wird, weil die Lieder, die jetzt schon rausgekommen sind, finde ich mega geil. Und auch alle anderen Lieder, die er bis jetzt so rausgebracht hat. Also werde ich wahrscheinlich alles feiern. Chimperator, also das Label von Crow, hatte auch vor kurzem so eine mega geile Aktion, dass man bei einer Hotline anrufen konnte und dann eine Nummer eintippen kann und dann kann man sich so 15 Sekunden oder so von jedem Lied anhören. Und ich habe da tatsächlich angerufen und habe eine halbe Stunde mit dieser Hotline telefoniert, nur um mir alle Lieder mal kurz für 15 Sekunden pre-zuhören. Aber jetzt höre ich mir das Ganze an. Ich würde sagen, let's go! Erster Song! Yeah, ich bin mit DC Team Studio. Ja, und AKW in Gross. Die Toilette bis zur Decke voller Platten und Awards. Denk an die Shows, nur das Flackern in meinem Bauch. Alle Chicks sind völlig gaga, ist die Maske mal nicht auf. Glaub mir, alles, was ich brauche, ist. Vielleicht irgend so was ähnliches wie Sex. Und am besten ein bisschen Urlaub, es war ewig. Jupp, Kapitel 1 ist, finde ich, halt so ein richtiges Intro. Ist jetzt kein eigenständiges Lied, also. Finde ich halt zumindest. Also nächstes sind ja auch 20, Mann. Forrest Gump. Krieg ich gleich Bock, mein Hoodie anzuziehen. Gefällt dir nicht? Ich muss dazu sagen, ich kann Lieder eigentlich erst immer feiern, wenn ich sie so dreimal gehört habe. Also meistens sage ich so, wenn ich ein Lied das erste Mal höre, nee, eher nicht so meins. Dann muss ich ein paar Mal hören und dann finde ich es meistens, also wenn es ein Lied ist, was mir gefällt, dann so richtig nice. Also dann finde ich es voll krass. Krass, jetzt rede ich schon voll so, finde ich so voll die Crow. Okay. Stop it. Ich wollte eigentlich sagen, wenn ich ein Lied feiere, dann erst so, wenn ich es mir ein paar Mal angehört habe und auch verstehe, was mir der Sänger mit den Lyrics sagen will und mir dann der Beat auch erst so richtig gefällt. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß jetzt schon, dass ich wahrscheinlich die ganze Nacht damit verbringen werde, dieses Album durchzuhören. Genauso wie es bei Rayob auch war. Da war ich, glaube ich, 16. What? Ist das schon so lange her? Fucking great! Heißt es. Habe ich jetzt ganz kurz gebraucht, um das rauszufinden, wie das heißt. Fucking great. Hört sich ein bisschen gerade an wie aus der Kirche, Mann. Feeling good. Jetzt kommt es erst, oder wie? Ich fühle mich, als hätte ich das schon mal gehört, Mann. Sex auf dem Klo? Yeah! Yeah! Ich schwör's euch, ich hab das noch nie gehört. Das nächste Lied heißt Hi.
einfach nur Hi. Das ist das, was die meisten bei Tinder als erstes schreiben. Hi! Give me a fuck about you. I don't give a fuck. I don't give a fuck. We don't give a fuck about you. You. Warum bin ich eigentlich nicht Background-Sängerin? Engagier mich, wenn eine krank wird, Mann. Okay, bis jetzt ist alles sehr anders wie bei Rayop, also beim letzten Album, oder beim Sunny Mixtape oder sonst irgendwas. Es ist eher mehr so ein bisschen ruhiger, melancholischer, aber das wissen wir ja schon von Baum und Unendlichkeit. Oh, das ist gute Laune Musik. Pythagoras, next one, computiful. Okay, das ist irgendwas mit Computer. Gameboy, das hat er vom Gameboy. Der schnappt immer irgendwo irgendwelche Geräusche auf und nimmt das dann mit in seine Musik rein. Mega krass. Mega krass. Ich verwende diese Worte eigentlich nie. Warum verwende ich das in Videos? Mega krass. Ich bin so oft allein. Kurzer Real Talk, mir fällt ziemlich oft auf, jetzt nicht nur in dem Album, was ich bis jetzt gehört habe, sondern auch in früheren Liedern, Crow erwähnt ziemlich oft, dass er sich oftmals alleine fühlt oder dass er auf der Suche nach der einen ist, die total gut zu ihm passt und so. Jetzt gerade in dem auch wieder. Meld dich doch einfach mal bei. Okay, nächstes Lied. Du brauchst dir deine Frau nicht so zu bauen, wie sie dir gefällt. Sie sitzt doch schon hier. Ich hoffe, der sieht das nie. Ich hoffe wirklich, der sieht das nie. Noch da. Da soll es ja anscheinend auch wieder um seine Ex-Freundin gehen. Was gehört? Das sind alles nur Gerüchte. Schau dich an und sag, ich schwör. Also gut, dann gib dein Handy her. Von mir aus schau halt nach. Großes Drama wegen irgendeiner Frau und ihrem Arsch. Okay, da gab's anscheinend Eifersucht. Detektiv Jana ist unterwegs. Und dein Bruder hätte dich von Anfang an von mir gewarnt. Ich schau dich an, jeden Tag, jahrelang. Schaust mich an, als hättest du den Witz kapiert. Bitte komm zu mir, oh, ich will dich konservieren. Oder fotografieren und an jede Hauswand zu tapezieren. Und ich dachte, ich bin der Creep in dem Video. Fake-Bitch, ist mein Fake-Bitch. Ich werd mich nicht in Fake verlieben. Ich kann auf jeden Fall schon sagen, das neue Album ist sehr message-lastig. Also die Texte, die haben auf jeden Fall alle irgendwie einen tieferen Sinn. Das heißt tieferen Sinn. Er sagt sogar geradeaus, man braucht nur zuhören. In den Gedanken bei einem anderen Mädchen, das noch ernst war. Das, ich glaube, ich war noch nicht bereit für sie. Sie ist wunderschön, doch weiß es relatable as fuck. Das Album hieß ja eigentlich mal Fake You. Also es war geplant, Fake You zu heißen. Aber es wurde dann kurz vorher umgeplant, dass es jetzt True heißt. Aber jetzt hören wir mal rein in das Lied, das eigentlich den Namen geben sollte. Es muss ja dann relativ aussagekräftig für ihn sein. Er scheint so viele Instagram-Models in seinem Leben zu haben.
weil er sehr viel über Fake-Leute im Internet singt. Dieses Problem kenne ich gar nicht. Fake-Leute im Internet. Wer ist das denn? Ich schlafe nicht, rase durch die Jahre, bis ich endlich jemand begegne, der mich versteht und meine Sprache spricht. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich seine Musik so feiere, weil ich mich einfach mit vielen Texten identifizieren kann. Ich weiß nicht, ob das dumm klingt, aber bei vielen Liedern fühle ich mich so, als würde der Text aus meinem Hirn kommen. Das habt ihr wahrscheinlich auch bei vielen Künstlern und bei vielen Liedern von Crow vielleicht sogar, weil er zu sehr relatable Themen schreibt. Ich hab ein drehbares Bett, so mega Effekt. Krieg jeder ins Bett, zum 10. Mal Sex. Und dann wunderst du dich, Boy! Siri, sing für mich. Du weißt doch, dass ich nicht singen kann. Oh Siri, bitte sing für mich. Okay, wenn du darauf bestehst. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Sehr entspannend. Schon in eine chillige Position bringen, ne? Schön Bein rausstrecken. Das nächste heißt Tokio 13317 und mich würde es echt interessieren, für was 13317 steht. Hat er einfach random irgendeine Zahl genommen oder hat das eine Bedeutung? Klärt mich auf, wenn ihr es wisst. Riesige Stadt, die Lichter am Block und alles von Gebiss in die Nacht. Schau die Beste dabei. Ich habe übrigens Baum und Unendlichkeit absichtlich ausgelassen, weil das kennt ihr alle schon. Aber was ich jetzt trotzdem noch abspielen muss, ist True. Das ist einfach, erstens mal heißt so das Album und zweitens mal ist das mein Lieblingslied vom Album. Sorry, tut mir leid, ist halt nicht mein Level. Oh, wir bleiben true. Oh, wir bleiben true. Mr. Me Too, aber nicht meine. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Und all diese Hosen riechen, dass dieser Boy jetzt rich ist. Money ändert alles, aber glaub mir nicht. So, wir haben es durch das ganze Album. Ich würde sagen, er hat die besten Tracks, also die ich auch am coolsten finde. Aber wahrscheinlich, weil ich sie schon so oft gehört habe, schon gedroppt, bevor das ganze Album rausgekommen ist. Also Baum, Unendlichkeit und True sind auch die, die mir am besten gefallen. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich die auch schon kenne und schon öfter gehört habe. Wahrscheinlich kristallisieren sich aus den anderen auch noch meine Favorites mit raus. Das kann ich jetzt aber noch nicht sagen, weil ich es bis jetzt nur einmal gehört habe und da ist noch nicht so viel hängen geblieben. Ich finde aber, der Überblick, den ich jetzt bekommen habe, ist recht chillig. Es ist ein chilliges Album, es sind nicht viel so Sachen dabei, wo man jetzt voll abtanzen kann, aber dafür welche, wo man zu chillen kann. Wo man ein bisschen das Hirn frei bekommen kann und so. Finde ich auch recht cool. Das sind so Lieder, die ich höre, wenn ich Zug fahre. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, das war jetzt nicht abwertend. Nee, aber ich finde es echt cool, aber ich habe mir auch nichts anderes erwartet. Schreibt mir auch mal gerne, wenn ihr das neue Album schon runtergeladen habt, was ihr davon haltet, wie ihr die Lieder so findet, was euer Lieblingslied vielleicht sogar ist. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich verbringe jetzt die halbe Nacht damit, mir das Album noch 15 Mal durchzuhören. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Video. Das Video ist jetzt vorbei, drum schaut bei den anderen rein. Abonniert mich auf Twitter und Instagram, dort gibt's bestimmt keinen Spam. Nur coole Fotos.